Hallo, ich grüße euch zu einem neuen After Effects Tutorial. Heute schauen wir uns einmal an, wie man einen Text durch die sogenannte Light Ray Funktion aufhübscht. Wir werden dann noch einen zusätzlichen Effekt mit dazu bauen, und zwar von Trapcode Shine, damit das Ganze noch ein bisschen besser ausschaut. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert und wie die primären Parameter sind. Wir nehmen ein das Text-Tool, erstellen einen Text, nennen das Ganze von mir aus Intro oder was auch immer, was ihr jetzt gerade Lust habt. Drücken die Shift-Taste, damit wir das also proportional größer machen können, den Text, oder auch nicht. Das sag einmal. Aber das wird schon. Ja, also wenn man lang nur rummacht, dann irgendwann mal kommen es, bei mir dauert es höchstens noch 10 Jahre. So, also haben wir hier den Text. Und auf diesen Text machen wir jetzt den Effekt generieren. Und dann gibt es hier also diese Light Rays. Ich habe es ja bei After Effects standardmäßig mit dabei, und wenn ich da draufklicke, dann habe ich also hier diesen roten kleinen Punkt oder Fadenkreuz, und dann sehe ich, kann ich das da drüber ziehen. Was beim ersten Mal auffällt ist, wenn man jetzt einmal die Intensität höher macht, man sieht, dass in der Standardausführung, also wenn man nichts anderes macht, also dieser Effekt nur das Viereck von dem Text hier beeinflusst, aber außerhalb nicht. Grämt euch nicht, es gibt einen ganz einfachen Trick, und zwar gibt es bei der Textebene die Möglichkeit, unter diesem vier Würfel das Ganze zu einer 3D-Ebene zu machen, so unter diesem Viereck. Was für ein Schwachsinn. Ich sehe nicht da wieder für einen Schmarrn verzeiht. Aber da klicke ich jetzt einfach drauf und sehe da, wenn ich das mache und dann den Effekt wieder aktiviere, dann habe ich das Ganze in 3D. So, jetzt könnte man also, wenn man hier also den Punkt ansetzt und dann den Centerpunkt, also von diesem Effekt, dann von A nach B animiert, schon mal einen solchen Effekt erzeugen. Schaut auch schon recht gut aus, wenn man guckt. Aber wie ihr mich kennt, reicht mir das meistens eigentlich noch nicht, dass ich da irgendwas mache, sondern das Ganze muss noch ein bisschen anders sein, als es die anderen machen. Und darum machen wir jetzt einmal folgendermaßen. Also wir haben jetzt hier diese Animation, die ja eigentlich für eine Textuntermalung schon gar nicht so schlecht ist. Allerdings nehmen wir jetzt noch einen Effekt hinzu. Und zwar ist dabei die Effekte, wenn man Trapcode hat, unter Shine. So, jetzt habe ich den Effekt, den Schein standardmäßig produziert. Das ist also ein Effekt, der unter anderem Lichtstrahlen produziert, die ich hier also ändern kann in der Ray Length, also das heißt in der Länge der Strahlen, oder mit dem Boost Light, also das Licht an sich dann steuern kann. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann habe ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze noch weiter zu stilisieren, denn allein durch den Effekt Schein, wenn man sich das mal anguckt, schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. So. Jetzt habe ich aber hier diese Strahlenlänge, und man sieht ja, dass wenn ich jetzt die hier anwende, wird der Text auch beeinflusst. Ich will aber jetzt nur, dass dieser Strahl hier von den Strahlen dann beeinflusst wird, und es geht eigentlich recht einfach, und zwar wieder mit, ich mache eine neue Ebene Trick. Man macht also eine neue Ebene, und dann gibt es also bei den Möglichkeiten, bei den CC Lights gibt es also die Möglichkeit Add. Und wenn ich auf None gehe, dann passiert Folgendes, dann wird die darüberliegende Ebene, wenn ich jetzt einmal das wegmache, ist der Text weg, und nur die Strahlen werden beeinflusst. Und wenn ich hier jetzt die Raylength ändere, dann kann ich also das Ganze also ändern. Und zwar nur die Strahlen, die hier weggehen, und nicht den gesamten Text. So, und jetzt kann ich da rumspielen. Wenn ich mir jetzt so zum Beispiel diesen Bereich anschaue, kann ich also durch das Boost Light noch etliches rausholen, also auch, dass die Kanten also des Textes dann dementsprechend leuchten, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann unglaublich schön zu machen und natürlich auch sehr intensiv darstellt das Ganze. Man sieht jetzt hier das extreme Leuchten. Ich kann natürlich Shine auch auf verschiedene Transfermodi stellen, Screen, Overlay etc., Color Dodge etc. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten, das Ganze dann noch zu stilisieren. Und man kann natürlich die Shine Opacity hier auch noch ändern, oder auch das gesamte System. Und die Farben, die man jetzt bei dem Shine sieht, heben sich jetzt mehr oder weniger auch durch den Text hervor. Und wenn ich dem zum Beispiel eine andere Farbe gebe, dann sehe ich also, dass sich das dann auch ändern lässt, was das Ganze angeht. Also im Grunde eine recht interessante Geschichte. Es gibt für die Scheingeschichte dann auch noch die Möglichkeit, verschiedene Lichtarten dann zu verwenden. Also man sieht jetzt, je nachdem, wo ich das anwende, ich habe bei der oberen Ebene auch dieses Schein angewandt, und wenn ich also hier in die Colorize reingehe und dann also das ändere, dann sehe ich also, kann ich also auch das gesamte System dann dementsprechend ändern und habe dann die Möglichkeit, den Text dementsprechend anzupassen und auch mein Licht, was das Ganze machen soll. So, und ab dem Zeitpunkt
ist wieder die Kreativität gefragt, denn hier kann man natürlich dann sehr, sehr viele Dinge tun. Zum Beispiel, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass der Text zum Beispiel nicht so richtig rüberkommt im unteren Bereich, und den kann ich natürlich dann auch noch ein bisschen heller machen, indem ich bei Shine einfach das Boost Light verwende, und dann sieht man, aha, interessant, sehr, sehr interessant, was ich hier gemacht habe. Ja, hoffe ich mal. So, das war es jetzt eigentlich schon wieder mit dem kleinen Tutorial, also mit den Light Rays, was man da alles machen kann in Verbindung, also mit einem zusätzlichen Add-on. Ich hoffe, es gefällt euch, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Gehabt euch wohl. Ciao.